Tag 3. Treue Freunde. Eines der schönsten Geschenke, die Gott mir gegeben hat, sind meine Freunde. Meine vielleicht beste Freundin ist Elena, die auch Surferin ist. Sie war bei der Haiattacke dabei und danach immer für mich da. Elena ist toll. Eigentlich habe ich eine ganze Ohana aus Freunden. Aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft, vom Surfen. Aber ich habe auch ganz enge Freunde. Bei ihnen weiß ich genau, sie stehen zu mir, egal was passiert. Sie haben mich mit zwei Armen geliebt und lieben jetzt, mich jetzt auch mit nur einem Arm. Sie waren in schweren Zeiten immer für mich da. Sie haben mich zum Lachen gebracht und mir geholfen, mich einfach wieder normal zu fühlen. Gott möchte, dass wir auch in unseren Beziehungen versuchen, so zu sein wie Jesus. Auch im Umgang mit anderen soll sich unser Glaube spiegeln. Gott möchte, dass wir Freunde sind, denen man vertrauen kann und die andere ermutigen, nicht verurteilen. Jesus ist der beste Freund, den man sich denken kann. Er möchte nur das Beste für uns. Durch sein Wort möchte er uns führen und uns Schutz und Sicherheit geben. Er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Echte Freunde sind wie Jesus. An ihnen kann man Jesu Liebe sehen. Ich hoffe, dass du solch ein Freund, eine Freundin bist. Das sagt die Bibel. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Sprüche 17, Vers 17. Mit Gott im Gespräch. Jesus, du bist mein allerbester Freund. Danke dafür. Danke für die Freunde, die ich habe. Hilf mir, ein treuer Freund zu sein, dem man vertrauen kann. Hilf mir, ein Freund zu sein, der vergibt, ermutigt, liebt und mit dem man auch lachen und Spaß haben kann. Amen. Was ich noch sagen wollte. Ohana ist ein hawaiianisches Wort und bedeutet Familienbande oder enge Freunde.